Grundsätzlich verwendet ein Nahroboter die standardmäßig installierte Sprache. In Europa ist das Englisch. Wenn wir zum Beispiel eine Saybox auf den Bildschirm ziehen, wird jeder Text, der in die Saybox hineingeschrieben wird, Englisch ausgesprochen, egal in welcher Sprache der Text verfasst wird. Auf dem virtuellen Roboter sieht das zwar korrekt aus, denn Sprache wird ja auch nur schriftlich im Dialogfenster ausgegeben. Ist allerdings ein echter Roboter angeschlossen, kann man hören, dass nur der englische Teil korrekt ausgesprochen wird. Guten Morgen, good morning, buenos dias. Um eine andere Sprache als die vorinstallierte Sprache einzustellen, benötigt man eine Set Language Box und wählt dort die gewünschte Sprache aus. Mit diesen Einstellungen sieht man den Text nicht nur korrekt, sondern er hört sich auch richtig an. Guten Morgen, wie geht's?